meine Lieben, ich grüße euch zur nächsten Folge von Hopeless City Podcast. Jetzt wird's spannend. Genießt die Show, habt Spaß dabei und gönnt es euch. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch eine schöne Zeit. Hopeless City, ein Roman von Gianfranco Toba. Hopeless City Podcast, Folge 6. Rufus ist schon Vlados Leibwächter gewesen, bevor dieser vor 15 Jahren von Budapest nach New York auswanderte. Vlado stammt von einem alten ungarischen Adelsgeschlecht ab, das dadurch immer reicher wurde, dass es jahrhundertelang Wegelagerei sowie auch Zoll betrieb. Auch der Bergbau war schon immer ein Geschäftsbereich von Vlados Familie, die in allen Epochen ihrer eigenen Geschichte ausgesprochen tyrannische Anführer hervorbrachte. Wobei Vlado all diese Vorfahren an Brutalität übertrifft. Rufus' Familie dient schon seit mehreren Generationen Vlados altem Adelsgeschlecht. So nahm er ihn dann auch mit nach New York, wo der damals schon relativ wohlhabende Vlado durch eine Reihe von fragwürdigen Geschäften mit Gold und Silber noch viel reicher wurde. Dabei waren seine Methoden immer sehr hart, manchmal brutal und öfters auch blutig. Vlado hatte noch nie ein Problem damit, Menschenleben zu beenden, wenn es um die Durchsetzung seiner Interessen ging. Rufus war ihm dabei schon immer ein williger Helfer. An einem Abend in New York wollte Evelyn, damals Anführerin einer Bande von mörderischen Räubern, Vlados Kutsche überfallen, die von Rufus geführt wurde. In einer recht ruhigen New Yorker Straße hielt die dreiste Evelyn die Kutsche mit 5 bewaffneten Männern an und umstellte sie. Evelyn forderte von Vlado die Herausgabe aller Werte, die er bei sich führte. Doch zunächst sollte er aus der Kutsche steigen. Vlado stieg aus der Kutsche, gab Evelyn einen Handkuss und zog seinen Revolver. In dessen Trommel befanden sich 5 Kugeln. Jeder von Evelyns Männern bekam eine Kugel ab. Noch bevor Vlado die Geste gegenüber Evelyn beendete. Alle 5 Männer gingen zu Boden. Rufus überwältigte die sich wehrende Evelyn. Vlado, der von ihren Talenten absolut überzeugt war, von ihrer Abgebrühtheit stark beeindruckt war, rekrutierte sie kurz darauf. So wurde sie seine effektivste Killerin, aber auch zu einer ganz engen Vertrauten. Als ein Silberschürfer mit einem Beutel reinsten Silbers bei Vlado auftauchte, um ihm das Edelmetall zu verkaufen, berichtete dieser von einem geheimen Gebiet weit im Westen. Dort soll es unermessliche Silbervorkommen geben. Dieser Mann erklärte ihm ferner, dass er selbst dort mehrere Claims erwerben konnte. Er verlangte dann von dem aufmerksamen Vlado, dessen Gier geweckt wurde, einen hohen 5-stelligen Geldbetrag für die vollständige Überschreibung der Claims. Er weigerte sich aber wohlgemerkt strikt, vorher irgendwelche weiteren Informationen über diesen Ort mitzuteilen. Vlado jedoch erpresste dann sämtliche Informationen von dem Mann, indem er diesem eine Hand mit einem Beil abhackte und ihm dann drohte, als nächstes seinen Kopf abzuschneiden. Er ließ dann von Rufus einen Notar rufen.
nachdem der Silberschürfer dann gegen seinen Willen große Landflächen rund um Hopeless City an Flado überschrieb, tötete Flado sowohl den Mann als auch den Notar mit einem Dolch und ließ ihre Leichen von Rufus verbrennen. Schon kurz darauf machte sich Flado mit Evelyn und Rufus auf den Weg in den Westen. Schon länger war dies sein Ansinnen, jedoch gab es noch keinen so elementaren Antrieb für diesen durchtriebenen, nach Macht und Besitz gierigen Geschäftsmann, wie in dieser Zeit. Wobei für ihn Macht schon immer ein noch viel erstrebenswerteres Ziel als Reichtum war. Reichtum besaß er schon. Flado wollte jedoch noch viel mehr. Macht hatte er auch, aber davon konnte er nicht genug bekommen. Er spürte tief in seinem Inneren, der Weg nach Westen lohnt sich, besonders auch, weil unermesslich große Macht schon immer der höchste Wert der Welt, das größte aller Ziele für ihn war. Cassandra sitzt auf einem Stuhl, Shi steht in einer Ecke der großen Schatzkammer. Evelyn mustert sie. Na, du bist ja eine Schönheit, befindet sie sarkastisch und hält der erschrockenen Cassandra ein Messer an ihre Kehle. Du weißt ja, meine Kleine, Schönheit ist vergänglich. Aber ich bin mir sicher, Tirava wird seine wahre Freude an dir haben. Die bleiben beide erstmal hier, fährt Flado ihr scharf ins Wort. Ich habe hier eine Menge Arbeit für beide, führt er aus. Evelyn wendet sich nun voll und ganz Flado zu. Natürlich. Wenn du es so sagst, dann ist es auch so. Ich wollte dir übrigens Bescheid geben, dass Goodnight sich für morgen angekündigt hat, teilt sie Flado noch mit, bevor sie innerlich brodelnd die Schatzkammer verlässt. Flado stellt sich direkt vor Cassandra. Du brauchst keine Angst vor ihr zu haben. Sie ist eigentlich sehr nett, flüstert er der völlig angewiderten Cassandra zu. Dabei streichelt er ihre Wange. Er befiehlt Rufus, die beiden in den Kerker zu bringen. Bring doch die beiden jetzt zu ihren Gemächern. Sie sollen sich ausruhen. Morgen wartet hier sehr viel Arbeit auf sie. Rufus fordert Cassandra und Shi auf, sofort mit ihm mitzukommen. Manchmal durchdringen flehende Schreie und Schritte die Stille in den endlosen, dunklen Gängen, durch die Rufus die beiden Frauen grob führt. Die in den großen Berg getriebenen Katakomben werden nur von wenigen Fackeln erhellt. Sie erreichen einen etwas breiteren Gang. Hier sind auf beiden Seiten schwere Gittertüren. Dahinter befinden sich andere Gefangene. Rufus öffnet die Tür zu einer etwas größeren Zelle. Eine ältere Frau schläft kauernd auf einer Pritsche. Rufus stößt die beiden grob in den Raum und verschließt die Tür. Shi und Cassandra unterhalten sich, stellen sich zunächst vor. Du musst aufpassen, sie darf nicht hören, was wir reden, erklärt Shi leise und fragt Cassandra, warum sie die Kleidung einer Koyothi trägt. Cassandra erzählt von ihrem Vater, wie sie zu den Koyothi kam und dass sie den Stamm verlassen musste. Schnell bemerkt Cassandra, dass Shi sich mit der Mythologie der Koyothi auskennt und spürt instinktiv, dass sie ihr vertrauen kann. Stimmt das denn mit Tirava? Will sie von Shi wissen. Shi deutet erneut an, dass Cassandra leiser reden soll. Die Frau auf der Pritsche lehnt sich auf. Tirava, Koyothi, Tirava, ruft sie laut und schläft wieder ein. Mehrere Minuten trauen sich weder Cassandra noch Shi, etwas weiteres zu sagen.
Diese alte Frau kann nichts dafür. Sie ist sehr krank. Erklärt Shi. Aber was weißt du schon von Tirava? Fragt sie Cassandra staunend. Cassandra schreibt in den Staub auf dem Boden der Zelle ein Wort. Lakota. Völlig irritiert dringt es laut aus Shi. Du? Cassandra erzählt Shi nun, warum sie vermutlich den Stamm verlassen musste und dass sie, laut Amaru, Lakota ist und sehr wahrscheinlich auch schon Ahigo begegnete. Dann aber überkommen Cassandra die ganzen Gefühle in ihr. All der Schrecken bricht mit Gewalt über ihr zusammen und sie fängt an zu weinen. Die etwa gleichaltrige Shi nimmt sie aber zur Beruhigung in den Arm. Cassandra oder Lakota, scheinbar bist du dazu berufen, alle Menschen zu retten, flüstert sie ihr leise zu. Lass mich an deiner Seite kämpfen, bittet sie Cassandra, deren Tränen nachlassen. Ich würde so gerne einmal Amaru kennenlernen, führt sie lächelnd aus. Nur einmal seinen Worten lauschen. Cassandra, die sich wieder etwas beruhigt hat, bedankt sich bei Shi. Wie kommen wir hier raus? Will sie wissen. Shi schaut kurz zu der Frau auf der Pritsche. Wir finden vielleicht einen Weg. Wir müssen aber überleben. Sei besser freundlich zu Flado, auch wenn es dir schwerfällt, bittet sie Cassandra. Auf dem Flur des Zellentraktes sind schwere Schritte zu hören. Eine Tür wird geöffnet. Das erbärmliche Jammern eines Mannes dringt zu den Frauen in die Zelle. Ein Mann, den Rufus zu seiner Opferung führt, fleht vergeblich um sein Leben. Shi nimmt Cassandra fest in die Arme. Wir sind stark. Wir kommen hier raus und wir finden Ahigo. Das Glück darüber, in dieser Umgebung eine Vertraute gefunden zu haben, die ihr nicht nur glaubt, sondern die Situation auch noch versteht. Die Freude darüber, eine Freundin gefunden zu haben, lässt Cassandra neue Hoffnung schöpfen. Kapitel 4. Cole Young, der zwar immer noch geschwächt und angeschlagen ist, geht es schon etwas besser. Zumindest so gut, dass er sich den Ritt zu Samanthas Hütte zutraut. Mit Gonzales reitet er in der Nähe von Flados Minenanlage am Fuß eines Abhangs entlang. Gonzales erklärt ihm die Lage der Hütte. In der Hütte ist Nahrung und Wasser, auch eine herrliche Ruhe. Er hält sein Pferd an. Ruhe dich ein paar Tage dort aus. In der Zwischenzeit versuche ich, uns Hilfe zu besorgen. Wir werden Cassandra sicher befreien. Er steigt von seinem Pferd. Steig mal ab, komm mal her, ruft der Colby zu. Die beiden verschanzen sich hinter einem Felsen. Etwas tiefer liegt vor ihnen der Haupteingang zu Flados Mine. Ein etwa 4 Meter hoher Holzzaun, auf dem sich Stahlspitzen befinden, zieht sich meilenweit um das hohe Bergmassiv, in das die Minen getrieben wurden. Auf einem hölzernen Wachturm am Eingang zu Flados Reich stehen 2 angetrunkene Wachen. Vor den Toren der Anlage befinden sich mehrere Pfähle, an denen tote Männer befestigt sind. Ihre Körper wurden wohl gefällt. Vermutlich wurden sie bei lebendigem Leibe nebeneinander gefällt. Ein sehr unwürdiges Sterben. Der schreckliche Anblick ist kaum zu ertragen für Gonzales und Colby. Mehrere Reiter treffen ein und begehren Einlass. Es sind Matt und 3 weitere Dark Riders. Einer davon ist Catch. Diesmal erkennt Colby ihn eindeutig. Wer sind die denn? Will er von Gonzales wissen. Du kennst die Dark Riders nicht? Erwidert dieser. Nein, aber zumindest einen von denen. Das war mal ein guter Freund von mir. Kürzlich hatten wir einen Streit. Ein anderer Freund war auch noch dabei.
erklärt Colby dem Mexikaner. Die beiden beobachten, wie die beiden Wachen der Gruppe um Matt Einlass gewähren. Das wurde auch mal Zeit, ihr Idioten, ruft Matt den Wachen zu. Gonzales schüttelt mit dem Kopf. Es ist besser, wenn wir gehen, bittet er den nachdenklichen Colby aufzubrechen. Und deine beiden Freunde, die vergiss bitte mal. Wenn die sich den Riders angeschlossen haben, gehören sie jetzt zu Flados Leuten. Die beiden reiten 2 Meilen in einen tiefen Wald. Sie erreichen eine kleine Weggabelung. Dort geht es um toten Sand. Aber du musst hier lang. Folge dem Weg. Bis zu einer Abzweigung. Dann ist es nicht mehr weit zu der Hütte. Ich komme zu dir, sobald ich mehr weiß, erklärt Gonzales. Die beiden trennen sich an der Stelle wie gute Freunde. Gonzales reitet zurück nach Hopeless City, während Cold Young sich aufmacht, um die sichere Hütte von Samantha zu erreichen. Ananda und die beiden Krieger haben Early Bird im toten Sand ausgesetzt und sind nun im wilden Gebirge um Hopeless City unterwegs zurück nach Hause. Ein dichter Bodennebel liegt über dem außergewöhnlich stillen, aber sehr dichten Wald. Ein großer Bär taucht vor ihnen im Nebel auf. Noch nie haben die drei einen solch großen Bären gesehen. Ananda hat gelernt, mit den Wesen der Natur umzugehen. Sie steigt von ihrem Pferd und versucht, behutsam auf den Bären zuzugehen, ihm zu zeigen, dass er vor ihr gewiss nicht zu befürchten hat. Verzeih uns bitte unser Eindringen. Wir sind aber schon gleich wieder weg hier, spricht sie ruhig zu dem großen Tier. Indessen taucht ein weiterer, noch größerer Bär hinter ihr auf. Dieser bewegt sich in hohem Tempo auf die beiden Krieger zu. Der Bär setzt zu einem Sprung an, reißt einen der Krieger vom Pferd und beißt sich in dessen Nacken fest. Grob schleppt er den Krieger schnell weg. Ananda und der andere Coyote-Krieger wollen ihren Kameraden retten. Aber es besteht leider keine Chance. Etwa 10 weitere große Bären fauchen laut aus der Richtung, in die der Krieger verschleppt wird. Auch das Tier, das Ananda zuerst sah, rennt nun schnell in die Richtung der anderen Bären. Ananda überlegt, wie sie ihren Freund retten soll. Doch es ist zu spät. Mit einem heftigen Biss bricht einer der Bären dem tapferen Krieger nun das Genick, was Ananda laut aufschreien lässt. Entsetzen, Trauer, Wut, das alles kommt gleichzeitig in diesem Schrei aus ihr heraus. Doch es bleibt keine Zeit für solche Gefühle, denn sämtliche Bären bewegen sich zunächst langsam, dann immer schneller auf Ananda und ihren verbliebenen Begleiter zu. Nur mit Mühe gelingt es den beiden, sehr knapp zu entkommen. Drückend liegt die Sonne über Hopeless City, als an diesem heißen Nachmittag der oberste Gesetzeshüter von ganz Silver Creek County, Sheriff Kane aus Dullyville, zusammen mit State Marshal Ilroy aus Lincoln und einer Handvoll Männer langsam durch die Stadt reitet. Sie halten Gewehre in ihren Händen, sind sehr ruhig und ernst. Skeptisch betrachtet Kane den Gehängten, der noch immer am Galgen baumelt und seinen Geruch in der staubigen Stadt verbreitet. Nur wenige Bürger sind auf der Straße. Misstrauisch wird dieser unerwünschte Besuch aus Dullyville betrachtet. Bürgermeister Wesley Goodnight kommt aus seinem Büro und geht auf die Gruppe um Kane zu. Einige düster dreinblickende Männer versammeln sich um sie. Indessen kommen auch einige Frauen, Männer und Kinder neugierig aus ihren Häusern. Selbstsicher und erhaben spricht der Bürgermeister zuerst den Marshal als höchsten Vertreter der Staatsgewalt an,
Welch Glanz in unserem abgelegenen Winkel des Countys. Der Marshall persönlich und sogar der Sheriff von Dullyville hier bei uns in Hopeless City. Wie kann ich Ihnen helfen, meine Herren? Sagt Goodnight vorlaut zu den Besuchern, die mittlerweile von ihren Pferden abgestiegen sind. Ilroy ist sehr verärgert angesichts des Gehängten oben am Galgen. Und ihr nehmt hier weiter fleißig selbst das Gesetz in die Hand? Wirft er dem Bürgermeister vor, der ihm entgegnet. Das Gesetz seid ihr. Wie aber nun dieser bemitleidenswerte arme Ire dort oben an den Galgen kommt, das weiß niemand hier. Eines Morgens hing er dort. Wir sollten ihn mal darunter holen. Sheriff Kane geht wütend auf den Bürgermeister zu. Ja, genau, Sie Witzbold. Holen Sie ihn da mal runter. Aber noch eine Frage. Kommt Ihnen oder irgendjemanden hier diese Person hier bekannt vor? Entfährt es dem Sheriff laut grollend, der einen Steckbrief von Cold Young in die Runde hält. Ein Gemurmel entsteht unter den versammelten Bewohnern, von denen keiner den Räuber kennen oder gar gesehen haben will. Ist Cold Young hier kürzlich aufgetaucht? Wo sind die ganzen Durchreisenden, die hier vorbeikamen, aber niemals ihr Ziel erreichten? Will Kane außerdem noch von den Bewohnern und ihrem Bürgermeister wissen. Die Menge schweigt. Wesley Goodnight stopft sich ruhig eine Pfeife, entzündet ein Streichholz und zieht kräftig eine große Menge Qualm durch das Pfeifenrohr. Sie haben ja wirklich erhebliche Probleme, Sheriff, stellt er fest, während er den Qualm ausatmet, woraufhin er erneut an der Pfeife zieht. Aber wir können Ihnen dabei nicht helfen. Hier gibt es weder Cold Young noch andere von Ihnen gesuchte Personen. Und besagte, angebliche Verschwundene waren jedenfalls nicht bei uns, fährt er fort. Aber sollte sich irgendeine Erkenntnis ergeben, werde ich unverzüglich einen Reiter zu Ihnen nach Dullyville entsenden und Sie darüber informieren. Schließt der Bürgermeister selbstzufrieden ab, wobei er sich zusätzlich verabschiedend verbeugt. Danach geht er wieder in sein Büro. Die versammelten Bürgerinnen und Bürger gehen ebenso wieder in ihre Häuser. Kane, Ilroy und ihre Männer spüren, dass hier etwas sehr im Argen liegt. Sie diskutieren darüber, ob man die ganze Stadt durchsuchen sollte, alle Menschen getrennt voneinander befragen sollte. Jedoch ziehen die Männer es dann aus Gründen der Sicherheit vor, die Stadt zu verlassen und sich in der Umgebung etwas näher umzusehen. Sie reiten aus der Stadt in Richtung der Silberminen. Dort beziehen sie zunächst eine Zeit lang Stellung und beobachten die Umgebung. Nichts scheint an diesem Ort gerade sonderlich verdächtig zu sein. Sheriff Kane beschließt, dass man sich in der Prärie eine Stelle zum Übernachten sucht und am nächsten Morgen wieder nach Hopeless City reiten wird, um dann sofort umfangreiche Ermittlungen wegen der Ungereimtheiten in Hopeless City einzuleiten. Cold Young hat in der Hütte von Samantha diverse Lebensmittel vorgefunden. Er genießt die geschmackvollen Kekse, welche er in einer Dose entdeckte. Die stechenden Schmerzen in seiner Schulter sind zwar noch vorhanden, aber nicht mehr so groß wie zuvor. Trotzdem ist er aber sehr angeschlagen. Er blättert in einer alten Zeitung. Etliche Gedanken halten ihn noch wach, obwohl er völlig ausgelaugt und müde ist. Irgendwann schläft er ein. Vorher beschließt er noch, sich am nächsten Tag die Gegend anzusehen. Iceman hat mittlerweile in einem Hotel in Hopeless City ein Zimmer bezogen. Abends entscheidet er sich dazu, sich noch etwas in der Stadt umzuschauen. Auf der Straße fällt ihm zunächst der laute und schrille Hell's Club auf, vor dem sich zwei Cowboys prügeln, umgeben von einer laut johlenden Menge. Iceman geht
zwischen zwei Häusern in einen Wald hinter der Stadt. Er geht etwas tiefer in diesen Wald, schaut sich überall um. Seit wenigen Stunden ist Iceman in der Stadt. Die ganze Zeit beschleicht ihn schon ein seltsames Gefühl. Vermutlich dasselbe Gefühl, das Sheriff Kane und seine Männer hatten, dasselbe eigenartige Gefühl, das wahrscheinlich alle Menschen haben, die diese düstere, seltsame Stadt zum ersten Mal betreten. Tiefer im Wald hört Iceman ein zischendes Geräusch, das immer lauter wird, aus den verschiedensten Richtungen näher kommt. Aus einem Baum fällt eine Schlange vor seine Füße, die wild nach ihm zu schnappen versucht. Weitere Schlangen fallen auf den Boden. Eine prallt von seiner Schulter ab. Die Schlangen versuchen aggressiv, ihn zu beißen. Mehrmals entgeht der Kopfgeldjäger nur knapp dem Bissen. Aus allen Richtungen kommen noch mehr dieser Schlangen auf ihn zugekrochen. Von überall her. Ihr lautes Zischen hat sich zu einem einzigen, furchtbaren Geräusch vereint. Mit einem beherzten Sprung über die Schlangen und einem anschließenden waghalsigen Sprint kann er den Wald und die Schlangen dort hinter sich lassen und sich zurück in die Stadt retten. Wieder zurück im Hotel geht er aufgeregt in seinem Zimmer auf und ab, überlegt, was das wohl gerade war. In den vergangenen Jahren hier hat er wirklich allerhand erlebt, auch die Natur und die wildesten Tiere kennengelernt, aber noch nie Hunderte von bissigen Schlangen, die aus allen Richtungen auf ihn zukamen, die von Bäumen fielen. Der ansonsten so ausgeglichene Iceman braucht in dieser Nacht noch lange, bis er in den Schlaf findet. Ende Folge 6. Hopeless City Podcast von Gianfranco Toba. So, meine Lieben, das war jetzt Folge 6. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich diese Woche 2 Folgen veröffentlichen werde. Jetzt sind es eigentlich schon 3. Heute ist Dienstag. Also gestern war es ja eine Doppelfolge. Folge 5 sind ja 2 Videos. Heute Folge 6. Wisst ihr was? Ich werde auf jeden Fall diese Woche noch Folge 7 veröffentlichen. Das schaffe ich auf jeden Fall. Momentan habe ich sehr viel zu tun mit Projekten. Bin sehr beschäftigt. Und für mich ist das ein schöner Ausgleich. Ich finde sehr viel Ruhe dabei und bin in der Zeit nicht erreichbar, wenn ich hier den Hopeless City Podcast einlese für euch. Ja, macht auf jeden Fall auch richtig viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt die Geschichte. Seid gespannt, wie es weitergeht. Jetzt geht es ja erst richtig los. Es wird jetzt richtig spannend. Mal gucken. Cassandra und Shi wollen abhauen. Und es sind so viele Sachen, die da jetzt geschehen. Lasst euch überraschen.